Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie vom Team Zen Garden Paraguay. Heute möchte ich euch die Rosella vorstellen. Sie heißt in Deutschland auch Roselle und kommt aus der Familie der Malvengewächse. Man nennt sie allerdings auch wilder Hibiskus. So, mehr gleich nach dem Intro und denkt daran, wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch und noch besser, ihr abonniert gleich den Kanal und seid immer aktuell, immer informiert, wenn wir ein neues Video publizieren. Was ihr hier seht, ist meine Tagesernte von zwei Rosella-Pflanzen. Die Pflanze wird ungefähr so 2 Meter, 2 Meter 10, 2 Meter 20 groß, hat einen Durchmesser, wenn sie ausgewachsen ist, von 1 Meter bis 1 Meter 20. Ist insgesamt nicht wirklich eine sehr hübsche Pflanze, aber sie hat immer eintägige Blüten und nach den Blüten kommen eben diese Früchte. Die Rosella ist eine einjährige Pflanze, das heißt, die ist dann irgendwann, stirbt die ab und man muss sie neu aussehen. Hier seht ihr die Pflänzchen, die sind jetzt einfach so ungefähr gekeimt und dann so 2, 2,5 Wochen alt. Ich hatte mir 10 Pflanzen eben angesetzt. Leider sind dann ein paar erst gar nicht gekeimt und ein paar haben auch einfach die Wachstumsphase nicht überstanden. So, am Ende hatte ich dann 5 Pflanzen. Einige habe ich verschenkt und ich selbst habe 2 Pflanzen dann im Zen-Garten gepflanzt. Wie gesagt, wenn die, ihr erkennt sie übrigens daran, das seht ihr vielleicht in dem Bild so leicht, der Stiel ist so rötlich und die Zweige zum Blatt hin sind auch so leicht rötlich. So sieht die eintägige Blüte aus. Sie geht morgens auf und verblüht im Laufe des Tages und dann ist sie welk. Sie erinnert von dem, dass sie innen eine andere Farbe hat wie außen, wirklich an eine Hibiskusblüte, auch wenn sie aus der Familie der Malvengewächse kommt. So, und nach ein paar Tagen hat man dann eben solche Früchte. Passt auf, denn die Rosella ist sehr anfällig gegen Läuse. Also da einfach früh schon gegenarbeiten, denn ansonsten ist in dieser Frucht innen drin alles voller Läuse und das ist dann doch ziemlich unappetitlich. So, wie ihr seht, oben geht sie ein bisschen auf, hier jetzt auch nochmal in einer anderen Ansicht und man nimmt quasi diese roten Blätter und auch diese kleinen unten, die so einen Kranz bilden, die kann man alle nehmen, um eben entweder Saft, Likör oder Konfitüre damit zu machen. Das heißt, die erste Aufgabe ist, jede einzelne Blüte, diese Blätter abmachen und der Kern, der innen drin ist, den kann man dann eben weiterverwenden für etwas anderes. Eine andere Möglichkeit ist, diese Blüten einfach in der Sonne zu trocknen und sie dann als Tee zu benutzen. Das ist übrigens, Rosella wird ganz vielen Tees beigemischt, weil sie einfach sehr intensiv im Geschmack ist und so auch Teesorten, die so ein bisschen fad sind, einen guten Geschmack gibt. Also dann einfach trocknen und dann kann man sie beiseite legen. So, wenn man eben die geerntet hat, seht ihr hier diese ganzen roten Blätter. Das ist eine Heidenarbeit, aber es lohnt sich. Ich kann es euch nicht anders sagen. Rosella Marmelade ist super lecker. Eine Bekannte von uns macht Rosellenlikör, auch sehr, sehr lecker. Also wirklich, oder auch als Sirup, eben um das mit Wasser zu verdünnen. Einfach nur köstlich. So, und bis ihr dann so eine Schale zusammen geerntet habt und gepult habt, sage ich euch ganz ehrlich, da vergeht dann schon über eine Stunde. Also das ist eine richtig aufwendige Arbeit. Am besten da gleich ein paar Helfer mit an den Tisch nehmen. So, was ich im Internet gelesen hatte und ausprobieren wollte, ist, dass man die Kerne, wenn man sie vorher eben in Wasser ein bisschen auskocht und dann das Wasser weiter nutzt, nicht die Kerne, dass dieses Wasser einfach schon so ein bisschen wie so ein Geliermittel darstellt. Aus dem Grund habe ich das jetzt einfach ausprobiert und eben diese Kerne 1, 2 Stunden aufgekocht, dann das Ganze abkühlen lassen, die Kerne rausgenommen und mit diesem Wasser quasi weitergearbeitet. In der Zwischenzeit waren diese Blütenblätter oder Fruchtblätter, wie auch immer man sie nennen möchte, hatte ich in Wasser gelegt, damit einfach ganz viel Geschmack in das Wasser übergeht. So, was man sehr gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel danach das Wasser abschüttet und nutzt für Sirup
und die Blätter in das andere, in die andere Flüssigkeit, wo die Kerne vorher drin waren, reingibt und damit die Marmelade macht. So, und das zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Bild, wie das dann aussieht, wenn das dann erstens gekocht hat und auch püriert wurde. So sieht es dann aus. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass dieses Geliermittel aus den Kernen ein bisschen geliert, aber viel zu wenig. Also ich habe dann also noch Geliermittel reingegeben und natürlich Zucker, denn ich wollte ja Marmelade machen und habe das dann einfach nochmal aufkochen lassen. Ja, aber so die Farbe, dass ihr einfach mal seht, wie das aussieht, dass ihr einfach ein bisschen Hintergrund habt und ich denke, so Menge Geliermittel müsst ihr einfach selbst ausprobieren, je nachdem, ob ihr das mit den Kernen macht oder nicht. Auf alle Fälle haben wir uns dann nach am zweiten Tag gefreut über einige Gläser ganz, ganz leckerem Rosella-Marmelade. Und ja, aus diesen Blättern, die färben ganz heftig und wie gesagt, die haben ja dann auch eine Konsistenz, so dass ich eben hier Marmelade habe. Und die klare rote Flüssigkeit habe ich dann genutzt, um Sirup zu machen. So, das war's in diesem Video. Zum Abschluss noch einfach diese wunderschöne Blüte. Und wie gesagt, also mit Rosella kann man ganz, ganz viel machen. Es gibt hier in Paraguay auch von der Firma Trebol einen Joghurt mit Rosella-Geschmack. Auch sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, einfach hier runter in die Kommentare. Und ansonsten viel, viel Erfolg mit euren Rosella-Früchten, ob egal, was ihr damit macht. Ob Tee, Marmelade, Sirup, was auch sonst noch einfällt. Seid kreativ, nutzt diese ganz, ganz leckere Frucht und bereichert damit euren Speiseplan. Ja, so viel dazu. Wir wünschen euch eine gute Zeit vom Team Zen Garden Paraguay und wie gesagt, gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Abonniert unseren Kanal, hier direkt unter dem Video ist es möglich. Dann bleibt ihr immer informiert über neue Videos von uns, egal zu welchem Thema. Also lasst es euch gut gehen, bis bald, tschüss!